So Leute, willkommen zu Minecraft. Diesmal ist es nicht die Survival-Welt. Tatsächlich, dieses Video ist aufgenommen am 5. September, also es kann noch irgendwas passiert sein. Aber wisst ihr, über was ich rede, was ich verändern kann? Die Abonnentenzahl. Denn 67% oder so haben von euch nicht abonniert. Egal, jetzt zum Video. Da sehen wir erstmal so ein paar Häuser, ne? Es sind so drei Häuser, die von innen ganz schick eingerichtet sind. Es gibt aber viele Verstecke überall. Hier gibt es einen Geheimraum, hier kann man sie verstecken. Und das ist so eine Hide-and-Seek-Slash-Murder-Map. Hier ist dann das zweite Haus, keine Ahnung, was hier ist. Lass mich raten, im Fernseher ist irgendwo ein Geheimversteck. Ja, und hier gibt es halt überall Plätze, wo man sich verstecken kann. Aber das ist nicht alles, ihr müsst nicht abklicken, es kommt gleich noch was viel. Hier kann man sich auch verstecken, dieses Haus hat irgendwo eine Redstone-Schaltung. Ich werde nicht verraten, wo. Jetzt gehen wir aber Richtung Mitte in der Map. Und ihr sollt nicht umfallen. Das hier ist nämlich ein ganzes Fußballstadion. Hier kann man sich auch ziemlich gut drin verstecken. Und wer hat diese Szene kennt, wenn eine braune Mannschaft gegen eine blaue Mannschaft 2-0 gewinnt. Aber ich muss mich kurz halten, sonst wird das wieder noch lang. Oh nein. So, und jetzt kommt das wahre Wow für diese Map. Nicht dieses riesige Stadion und das, sondern legit, dass es ein riesen Freizeitpark ist. Man kann hier auch sich auch scheiße gut verstecken. Hier ist so ein Versteck, und wenn man hier schlau ist und hier runterfährt, ist man hier in so einer Welt, in der Wasserwelt, wo es ein paar Sachen gibt, wo man dann atmen kann. Hier gibt es dann auch so ein Secret, und irgendwo hier gibt es auch ein Versteck, wo da drin sind es auch nochmal Secrets, und hier ist irgendwo auch noch ein Secret. Also, ich habe Verstecke legit überall gebaut. Warum ich das zeige? Ich habe keine Video-Idee mehr. Hier, was das ist, ich habe keine Ahnung. Wenn mir scheiße langweilig ist, auch ein Blitz. Hier ist eine PvP-Map, wenn man darauf spielen will. Also man kann sagen, dass ich viel zu viel Freizeit habe und dass ich die deutlich sinnvoller, wie heißt das? Ah, ich weiß es nicht. Beendet den Satz in den Kommentaren. Und what the fuck ist gerade gestorben? Ja, und es gibt hier noch so einen Waldweg hier. Ich will nicht sagen, aber eventuell gibt es hier irgendwo einen geheimen Knopf, dass man so einen geheimen Raum reinkommt. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert. Auf jeden Fall abonnieren, weil 67% haben es nicht. Und ja, dann würde ich mal sagen, ciao. Wie kommt es eigentlich, dass auf einmal so Pullen so klauen?